4 Wasserstoff, 3 Kohlenstoff, eine Carboxylgruppe, H3N, B. Oh Gott, was bist du? Exotherme Reaktion. Was ist mit dir? Hast du schlecht geträumt, Anton? Ich habe von einer exothermen Reaktion geträumt. Alles wird dem Plasma gleich gemacht. Ach, so eine Quatsch. Das war bloß ein Traum. Verdammte freie Radikale. Die werden auch immer mehr. Ich werde alt. Wenn ich noch einen Sauerstoff verliere, dann muss ich zu den Monoxiden ziehen. So ein Scheiß. Ich sag's dir. Da war ein riesiges Auge am Himmel. Schrecklich. Hör auf, so einen Quatsch zu erzählen. Du wirst noch verhaftet. Wirklich? Es war, als würden wir alle beobachtet werden. Sei bloß still. Hört mir zu. Ich hatte eine Vision. Hör auf mit dem Quatsch. Wir werden alle beobachtet. Anton, lass. Da kommen die Aminosäuren. Die werden dich anketten. Verdammter Ketzer. Brecht ihm seine Bindungen. Nein, hört mir zu. Es war ein riesiges Auge am Himmel. Verbannt ihn in die Mitochondrien! Oh nein, nicht in die Mitochondrien! Au! Ah! Oh, Christoph, hilf mir! Sorry, Kumpel. Du siehst nicht gut aus, Kleiner. Sie haben mir mit ihren Elektronenblastern meine Positronen weggeschossen. Ach, die sind eh flüchtig. Sieh mal, ich habe meine schon vor langer Zeit verloren. Wenn du das große Auge suchst, dann musst du tief in den Accelerator eindringen. Du kennst das große Auge? Ja, auch ich habe es im Traum gesehen. Aber sei gewarnt, wenn du wirklich in den Accelerator eindringen willst, lauern dort weitaus größere Gefahren als nur Aminosäuren. Nimm diesen Schild, er wird dich vor dem Tachyonenbeschuss schützen. Tachyonen? Geh nun und schau dich nicht um. Der Accelerator ist nicht für Moleküle wie unser eins gemacht. Okay, danke. Na dann, auf zum Accelerator! Oh Mann, wie soll ich das nur schaffen? Da ist der Ketzer! Schnappt ihn euch! Oh Gott. Jetzt oder nie! Nur nicht umdrehen! Immer nach vorn schauen! Anton! Anton, wach auf! Hallo? Ist da jemand? Du hast mich gefunden. Bist du das Auge aus meinem Traum? Ich bin die Molekularbiologin. Die Molekularbiologin? Du hast mich gesucht, trotz aller Risiken. Ich kenne dich schon, seit du ein kleines Kohlenstoffatom warst. Hast du uns erschaffen? Nein, Anton. Ihr habt uns erschaffen. Das verstehe ich nicht. Ja, das führt jetzt auch zu weit. Du hast mich gefunden und zur Belohnung erhältst du die Gabe der Kernspaltung. Oh Mann, die Gabe der Kernspaltung? Wie krass! Wow! Geh jetzt! Und schau dich nicht um. Er hat angefangen rumzuschreien und irgendwas von einem großen Auge erzählt. Wenn Sie jemandem außer uns von dieser Sache erzählen, dann binden wir Sie zu einem Polypeptid. Ich verstehe, ich... Sieh doch! Der Ketzer ist zurückgekehrt! Ihr Schweine! Ihr habt meine Positronen geklaut! Jetzt werde ich eure Kerne spalten, ihr verdammten Faschisten! Oh Gott, vernichtet ihn! Na, den verdammten Aminosäuren habe ich es aber gezeigt.
der Teilchendualismus wurde heute durchbrochen, als beide Kontrahenten überraschend einen Koalitionsvertrag schlossen. Die oppositionären Superstrings sprechen bereits jetzt vom möglichen Ende des Universums. Und jetzt zum Wetter.